Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Alpha Saphir und ja, wir stehen vor der Arena und ich würde sagen, wir können da eigentlich auch mal reingehen. Ja, könnten wir machen, werden wir auch. Dann mal los, auf geht's. Und danach hole ich mir mein Fahrrad ab. Na, wie sieht's aus, Cypher, auf dem Weg zum Champ? Weiter der Arena-Leiter von Malfro City setzt Elektro-Pokémon ein. Stellst du dich ihm mit Wasser-Pokémon, wird sie glatt der Schlag treffen. Britzel, Plumps und aus. Die Schalter öffnen dir übrigens den Weg zum Arena-Leiter. Oder in Reimform, willst du hin zu Walter, tritt auf viele Schalter. Als ein Beinbruch. Okay. So, wir werden mal ein bisschen trollen. Denn wir haben Sparkles dabei und mit Sparkles hat Blitzfänger. Das heißt, mein Herz brennt voll Leidenschaft, deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Wir können ein bisschen trollen, indem wir einfach dann den sicheren Switch-In auf Sparkles machen. So, Magnetilo! Und wir schicken mal Freddy in den Kampf. So, er wird rot erstmal Magnetilo. Bei Level 16, das schaffst du auch, meiner. Ich werde meine Standpauke raushauen. Ja. Da kommt die Donnerwelle. Zum Glück habe ich Paraheiler dabei. So, Bissattacke. Oh, Voltwechsel. So, wen setzt da ein? Chuck. Frieseblitz, der Typ. Ah, wir sind paralysiert. Verdammt. Okay, nochmal Bissattacke. Nochmal Voltwechsel. Yay, der switcht aber laufend raus hier. Aber wenn jetzt der Biss durchkommt, ist Magnetilo dem Tod geweiht. Ja, und da kommt er auch. Ja, da geht Magnetilo down. So, Lilifeerecht Level 24. Da kommt Frieseblitz wieder. Dann setzen wir doch mal Sparkles ein. Gehen wir mal auf den sicheren Elektro-Killer in all seiner Schönheit. Und wir kratzen eine Eisattacke. Ah, da kommt der Ruckzuck-Hieb. Der einzigste Attacke, die da noch kommen kann. Und da kommt der Eiszapfenhagel. So, und mit einem weiteren Ruckzuck-Hieb geht da das Frieseblitz K.O. So, und wir besiegen Chuck, den Gitarrist. Hey, das war ein heißes Duell. So, der Schalter ist weg. So, weg. Zweiter Raum. Ich werde aber die Paralyse mal heilen. Wir haben noch drei Paraheiler und Bären haben wir auch noch. Alles gut. Oh, Quatsch. Oh. Okay. Wir lassen mal aber Freddy als Lead drinne und gehen jetzt gegen diesen jungen Mann, der sagt, in dieser Arena gibt es Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Ja, hab was. So, gegen Teenager Egon und der einen Frieseblitz einsetzt. Freddy bedroht ihn erstmal. Freddy, der alte Pimp. So. Bissattacke! Und tschüss, Frieseblitz. Wenn man verliert, ist der Spaß weg. Tja, so ist das. Gewinn macht schon Spaß. So, das so. Das ist eine Kämpferin. Eine Kämpferin? Werde ich mal gucken. Aber es ist halt eine Elektro-Arena, deswegen... Schauen wir mal. Mein Charme und die Attacken meines Pokémon werde ich dich schocken. Schauen wir mal. So, Kämpferin Bärbel! Mit einem Mediti! Ja, vielleicht kommt er mit einer Kraftwelle. So, aber... Lou in seiner neu gewonnenen Gestalt mit einem Aeroass macht da kurz einen Prozess. Ja. Das hält kein Mediti der Welt aus.
So, und Bärbel zieht den Kürzeren. Deine Stärke ist umwerfend! So. Das haben wir jetzt hier auch. Da ist der noch. Okay. Also im Prinzip einfach auf alle Schalter mal drauf treten. So, und wir gucken mal. Ich rechne mit dem Magnetido eigentlich als nächstes. Und dann so. Ich habe mit Walter trainiert, da bin ich nicht so einfach zu schlagen. So, und Gitarrist Reinhard schickt Voltube in den Kampf. Ah, verdammt. Granatapfel, verstehe ich immer. So, Lucina schafft das aber. So, erstmal mit einem Muggelhieb. Ich liebe diese Attacke, die richtig dick Schaden macht. Und dann kommt er mit einem Überwurf. Dann kommt erstmal der Funkensprung. Nicht paralysieren bitte. Dankeschön. Bams. Und noch ein Voltoball. Ja, komm Müffel, du schaffst es. Dann hast du auch Anteil an der Arena. Oh. Sagen wir, setzen da einen Säurespeil drauf. Nein, da kommt der Ladestrahl. Aber. Na, er kriegt den Boost. Aber er kriegt jetzt auch einen Säurespeil drauf. Sinkt stark. Und schlampert. Walzer wehre ich ab. Und tschüss. Sehr gut gemacht, Müffel. So, und wir besiegen Gitarrist Reinhard. Stecker raus und fertig. So, und da ist doch der Walter schon. Tja, mit was fange ich denn da jetzt an? Ich würde sagen mit Freddy. Freddy hat ganz gute Chancen, er kann bedrohen. Also schauen wir mal. Der Walter. Das sieht cool aus. Ah. Ah. Ha. Hoch. Wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst. Ah, das ist ja mein Ding. Jetzt, wo der Umbau vorbei und frohsichtig gegessen ist, kann ich mich voll ganz drauf konzentrieren, meine kleinen Maschinchen zu bauen und mir meinen jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Arenaleiter von Malvenfro City, und dein Team macht sich besser schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Also gegen Walter. Oh yeah, der sieht so cool aus. Walter mit dem Peace-Zeichen, der alte Hippie-Opa. Arenaleiter Walter mit Magnetilo fängt er an. Und wir schicken Freddy in den Kampf. Unser Magnaien. So, mit Bedroher bedrohen wir ihn. Und ich würde sagen, wir hauen mal eine Standpocke raus. Jawoll, und da kommt die Donnerwelle. Ja, das war klar, damit habe ich schon gerechnet. Aber ist okay. So, und machen wir noch eine. Da kommt der Voltwechsel. Deswegen gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier die Standpocke gedrückt habe. So, und da kommt Voltoball und da kommt nochmal eine Startpower. Aber Voltoball hat Lärmschutz. Ärgerlich. Da kommt der Ladevorgang. Es lädt sich auf. Seine Spezialverteidigung steigt und wir sind leider paralysiert. Okay. Ja, ich glaube, Freddy holt dich mal zurück. Und ich rechne mit einer Elektroattacke. Da kommt sie auch, aber Blitzfänger, der Spezialangriff steigt. Sehr schön. Okay, wir haben leider keine speziellen Attacken, aber wir haben einen Eiszapfenhagel. Das Voltoball dürfte jetzt nicht mehr allzu viel machen. Ja, und es ist auch zurückgeschreckt. Deswegen gleich nochmal. Und es kann nur einen Ladevorgang machen, es kann nicht mal rausgehen mit Voltwechsel. Und Sparkles holt sich hier den ersten K.O.
Und zwar geht Volteball als erstes in die Knie. So, Freddy erreicht Level 23, hat hier doch gute Vorarbeit geleistet. So, Magnetilo kommt wieder. Ich würde sagen... Komm, Lucina schafft das. Wir heben uns Sparkles noch auf. Ja, das Magnetilo natürlich schon ein bisschen angeknackst. Und wir machen trotzdem erst den Muggelhieb. Macht trotzdem noch ein bisschen Schaden. Und dann kommt mal der Abschlag. Da sind wir nämlich schneller. Und das reicht, um Magnetilo auszuschalten. Da geht's in die Knie. Und Sparkles erreicht Level 24. Und Müffel Level 22. Und da kommt ein Magneton. Yo, das wird jetzt eine harte Prüfung. Aber mal schauen. So. Ich würde fast sagen, wir machen mal gleich den, wir machen gleich den Überruf. Ah, da kommt der Superschall. So, ich hoffe, dass Lucina jetzt einfach mal sich nicht haut, und das tut sie, und kommt mit einem Überwurf, der über die Hälfte abzieht. Sehr gut gemacht. So, und da kommt der Voltwechsel, aber so, aber es reicht. Mit dem Abschlag reicht's nicht. Nein. So, und ich sehe gerade mein Lad, meine Batterieleistung. So, schnell das Ladegerät rein. Und ich hol mal Müffel rein. Weil er hat Amnesie und das Magneton greift speziell an. So, und da kommt erstmal der Supertrank, genau. Also ein sicherer Switch-In hier für Müffel. Oh, Magneton ist auch wieder voll. So, Amnesie. Und der Superschall. Okay. Aber wenn wir die Amnesie durchkriegen, dann sieht das gut aus. Tun wir aber nicht. Schlecht. Wieder der Voltwechsel. Und der tut weh, der tut sehr weh. Der tut wahnsinnig weh. Wir hauen uns nochmal selber. Also der Plan geht voll nach hinten los. Das Magneton bereitet mir jetzt ernsthaft Schwierigkeiten. So, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als auf Sparkles zu gehen. Dann kommt der Voltwechsel, dann kommt nochmal der Blitzfänger. Und ich werde jetzt... Tja, was mache ich? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Die Donnerwelle... Nein, nein, ich will nicht die Donnerwelle! Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Okay, null Runde, alles gut. Ich wollte jetzt eigentlich heilen. Mit einem Sprudel. So, Lucina ist wieder fit. Ja, Superschall, den nehmen wir mit. Allgemein muss ich sagen, jetzt das Magneton bereitet mir dann doch ein paar Problemchen hier. So, Sparkles haut sich selber, haut sich auch gut selber. Und Magnetbombe! Ah. Und das macht nicht so viel Schaden, aber... Sparkles muss da jetzt was machen, und es macht was, indem es Eiszapfwaage einsetzt. Ja, allerdings macht das keinen Schaden. Ist zwar zurückgeschreckt, aber... Hm. Ich hätte jetzt gern Mega-Gewaltruhe. So, wir heilen mal Freddy. Von seiner Paralyse. Eventuell kann der ja noch was reißen. Kommt der Superschall. Tja. Wir könnten das Magneton mal ein bisschen langsamer machen. Aber ich muss hier gerade all meine Pokémon auffahren gegen das Ding. Da kommt die Magnetbombe. Zieht ordentlich ab, okay. So, Felsgrab. Ein bisschen langsamer machen. Damit vielleicht Lucina Glück hat. Ah, kommt wieder der Superschall. Eieiei. Wir probieren es einfach langsam zu machen. Wie Sau. Oh, noch ein bisschen langsamer, okay. Nochmal die Magnetbombe. Die tut weh, die tut sehr weh.
Guck mal, was so ein Megasauger anrichtet. Ah, den zauen wir uns selber. Nein, und das wird jetzt... Ja, das wird der Kill sein. Ja, Lilifee geht zu Boden. Okay, aber jetzt Lucina. Komm schon, du bist zweimal Initiative gesenkt. Wir machen ersten Mogelhieb. Einfach noch so viel Schaden wie möglich aufzubauen. So, und jetzt der Überwurf. Wert ab! Überwurf kommt! Und... Reicht! Sehr gut, das Opfer von Lilifee ist nicht umsonst gewesen. Und alle erhalten hier wahnsinnig viele Erfahrungen, bis auf Lilifee leider. Aber wir besiegen Walter. Die Niederlage habe ich verdient. Na, wenigstens ist er einsichtig. Und, oh, Lucina entwickelt sich. Hariyama incoming. Gestärkt von dem Kampf durch ein übermächtiges Magneton entwickelt sich Lucina weiter. Zu einem Hariyama. Glückwunsch, dein Lucina wurde, deine Lucina wurde zu einem Hariyama. Sehr cool. Hast mein Stromkreis unterbrochen und bitte Saft abgedreht. Hier hast du deine Orden. Yay! Oh, der sieht aber auch schick aus. Cypher hält den Dynamo-Orden von Walter. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die VM-Attacke zur Trümmerer auch außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt gehorcht dir aus dem alle Pokémon bis Level 40, selbst wenn du sie von anderen Leuten erhalten hast. Und hier, das hast du gar noch verdient. Ein kleines Extra. Nur keine Bescheidenheit. Nimm ruhig. Wir halten Team 72 den Voltwechsel. Eine sehr gute Attacke. Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt sofort nach dem Angriff in seinen Pokéball zurück und wird durch ein anderes Pokémon aus deinem Team ersetzt. Junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn plötzlich nur in deinem Format vor mir steht. Sehr gut. Okay. Ja, sieht alles ein bisschen anlediert aus. Müffel ist fast hin. Na gut, Blue musste nichts machen. Sparkles und Freddy ein bisschen angehauen und Lucina jetzt ein Hariyama. Cool, cool. Hat ja dann länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall noch zum Radladen. Ich werde erstmal ganz schnell meine Pokémon heilen gehen. So, dann müssen wir doch eigentlich nach da. Und dann nach links, ne? Jawohl. Sehr gut. Oh. Okidoki. So, ist das Rad das Radlad? Ja, Malvenfroh TV. Nee, nach rechts und oben hieß es hier, glaube ich. Okay, den Aufzug kann ich auch nicht benutzen. Alles klar. Rechts und oben? Oder geradeaus durch. Geradeaus durch. So. Huch! Auf zum nächsten Ziel! Was war unser nächstes Ziel noch gleich? Na, der Schlotberg. Schalt gefälligst mal dein Hirn an, Alter. Ich habe keine Lust, mich schon wieder von Wolfgang eine Standpauke anzuhören. Der Schlotberg. Das liegt ein ganzes Stück weiter hinter Route. Weit hinter Route 112. Das halte ich ohne was ordentliches zu beißen nicht aus. Am besten kaufe ich mir noch was für unterwegs. Na gut. Guck mal auf die Karte. Malfro City. Arena von meiner Warte, sondern rechts und unten. Okay, rechts und unten. Rechts und unten. Rechts und unten. Rechts und unten. Rechts unter. Radlas, Radladen. Hier. Ah, hier. Radlas, Radladen. Aha, fahre im Kies und lass dich durchschütteln. Cool. Okay. Dann rein mit uns. Denn das möchte ich gerne noch machen. Da überziehe ich heute einfach mal. Na, was haben wir denn hier? Kumpschaft und dann auch noch so Energie geladen. Denn wer ich bin, nämlich einfach Radler. Ich bin der Besitzer dieses Radlers. Deine Schuhe sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Jo. Hui, du bist wirklich den weiten Weg von Wurzheim bis hierher gekommen? Meine Güte, das muss ja ein richtiger Gewaltmarsch gewesen sein. Mit einem meiner Räder wärst du ein ganzes Stück flexibler und könntest unterwegs auch noch eine sanfte Brise auf der Haut genießen. Weißt du was? Ich schenke dir eins meiner Räder. Aber nicht so schnell. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle von Fahrrädern. Das Allrad und das Kunstrad.
Beiräder sind für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder dagegen sind für diejenigen, die alle Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Und weil ich so großzügig bin, darfst du dir sogar aussuchen, welches Modell du gerne haben möchtest. Für welches Fahrrad entscheiden wir uns? Ich nehme das Eilrad. Erstmal. Man kann ja, glaube ich, dann umändern. So, wir halten das Eilrad. Wenn du im Nachhinein doch lieber ein anderes Modell hättest, dann sprich mich einfach an. Ja, seht ihr. So, ich lese bei der Arbeit immer schlaue Bücher über Räder. Ein paar davon findest du im Hinterzimmer. Wenn du irgendwas über das Thema Radfahren wissen willst, kannst du gerne mal darin blättern. Okay, dann würde ich sagen, liebe Leute, das war's mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Hat wieder viel Spaß gemacht. Walter hat sich ein bisschen gestreckt. Er war ein bisschen hartnäckiger als Felicia und Camillo. Was ich sehr gut finde, weil Walter ist mit meinem Lieblings-Pokémon. Da kommen wir auch gleich zur Frage, und zwar, welchen von den dreien findet ihr denn bis jetzt am besten, wenn ihr jetzt so weit seid wie ich? Walter, Camillo oder Felicia? Walter hat immerhin Magnetum dabei gehabt, aber Felicia hatte die coolste Arena, finde ich. Ja, wie sieht's aus? Wer von den dreien ist am coolsten? Schreibt's mal in die Kommentare, mich würde es sehr freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!